drin ist. Die Gruppen sollten, oder die KQ sollte nach möglichst weit voll werden. Drittens in den Raum mit den zwei kleinen Raummobs kämpfen. Jo. Und zwar die ganze Zeit. In dem. Ach so, immer drinnen bleiben. Das heißt auch, wenn Robo kommt. Alles klar. Ähnlich wie es halt bei den anderen ist. Wenn, beziehungsweise bevor man rausgeht eben. Ähnlich wie bei Spinne, bevor man rausgeht. Nehme ich mal an. So. Aha, war Verliesfarm, gibt sehr viel XP. Ich hatte nur das Problem, dass es lange gedauert hat, weil ich keine plus 9, 10, 11 Waffe hatte. Ja, muss man nicht unbedingt haben. Das dauert halt länger. Also wer sich keine leisten kann, ja, dann ist es halt so. Ganz ehrlich, es ist nicht so, dass man unbedingt darauf angewiesen ist. Es schadet nicht und es bringt schon ordentlich was. Und letzten Endes, wie gesagt, wenn man im Verlies ein bisschen farmt, kriegt man ja auch ein bisschen Kohle dazu. Insofern, was soll's. So, gucken wir mal, dass wir hier ordentlich durchkommen. Plum, Riesenschwert des gelangweilten Wächters. Na, ganz toll. Das Ding lasse ich einfach mal liegen. Es sei denn, du willst Memory, kannst es einsammeln. Aber mein Inventar ist voll. Jo, nimm du es mit. Wenn es gut ist, kannst du es ja vielleicht verkaufen. Aber wie gesagt, das war ein Einhandschwert, wie es ausgesehen hat. Und ich habe ja schon eine Kreuzritterklinge, die bescheiden ist. Ich kann mich nicht bei Twitch anmelden, weiß nicht warum, schreibt mir der Kevin über Skype. Kann ich dir jetzt leider auch nicht sagen. Du müsstest halt erstmal einen Account erstellen, wenn du den denn schon hast, sollte das eigentlich gehen. Ich weiß es natürlich nicht genau. Kann ich dir nicht sagen, weil wie gesagt, bei mir geht's eigentlich immer. Eventuell hast du keine Cookies aktiviert oder sowas, aber ich daran glaube ich eigentlich nicht, das ist ja mittlerweile Standard irgendwo aktiviert. Und müsste man halt nur sehen, was und wie es wird und warum es wird und ihr wisst schon. Probier es einfach mal. Einfach nochmal gucken, ob sie. Vielleicht hast du das Passwort vergessen, dann müsstest du einfach mal Passwort hier vergessen, Button drücken und so. Weil ich weiß es nicht genau. So. Aber. Wenn möglich, versuche ich es natürlich. So, also nochmal drittens in den Raum, die zwei kleinen Mobs bekämpfen die ganze Zeit und das war's schon. Ich hoffe, es klappt bei euch. Heißt das, Elisa, nochmal kurz, dass du da drin Robo mehr oder weniger überleben kannst? Oder dass du halt die Zeit überlebst? Das heißt, dass du nur die KQ schaffst? Oder ob du halt auch den Robo-Kill kriegst? Mal so eine Frage, nimmst du Skype-Anfragen an? Natürlich nehme ich Skype-Anfragen an. Ich habe mir ja extra einen Account vor. Im letzten Livestream habe ich es, glaube ich, noch mitgesagt, gemacht, dieser Skype-Anfrage selbst, wie hieß der Account? Unterstrich, nee, nicht Unterstrich, der kleingeschrieben, Unterstrich und Black Mask. Ist mein Skype-Account, auf dem ihr mich adden könnt, mein öffentlicher sozusagen. Ich habe mittlerweile zwei, einen für das wichtige Zeugs, wobei ihr natürlich auch wichtig seid, aber der hier halt oft mal, sagen wir mal, ein bisschen zugespammt wird. Und da gucke ich nicht ganz jeden Tag rein. Aber, ja, wie gesagt, da kannst du mich gerne adden. Ebenso zu finden bin ich mittlerweile im... du weißt nicht, wo du einen Account erstellen kannst. Irgendwo muss da auch ein Registrieren-Button oder sowas sein. Ich weiß das jetzt auch nicht mehr genau. Geh einfach mal auf Twitch, der Hauptseite. Also mach eine extra Seite auf oder sowas in der Art. Geh auf die Twitch-Hauptseite. Da muss sicher irgendwo ein Registrieren-Button sein. Ich hab's eigentlich relativ leicht gefunden. Müsste eigentlich gehen. So, und ja, wie gesagt, Skype. Jeder, wer da will, kann mich da adden. Auch im Forum bin ich mittlerweile zu finden, also im Fiesta-Forum, wo ich eventuell, hat auch extra die GMs gefragt, wie das denn sein wird, wo ich eventuell eben die Streams ankündige. Bin mir nicht immer noch nicht hundertprozentig sicher. Ihr könnt mir ja eure Meinung mal dazu sagen in beiden Chats, was ihr denn nun von, ja, oder was euer denn nun besser findet. Streams ganz normal mit Bolzen. Eventuell zusätzliche Streams mit einem ganz neuen Char, wo ihr eben dann einen eigenen Char erstellen könnt und eben mit mir durch die Gegend ziehen könnt und quasi mit dem Char immer gemeinsam mitlevelt. Die Streams halt mit meinen anderen Chars mal, so zur Abwechslung. Wäre prinzipiell alles möglich. Oder eben die Kombi-Methode, wenn es mal im normalen Let's Play auf YouTube langweilig wird, wechsle ich mal auf einen anderen Char, mache damit mal 3, 2, 4, 5 Folgen in einem anderen Levelgebiet mit einem anderen Char und quasi um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und die Streams werden halt mit dem Level 1er Char gemacht, beziehungsweise mit Bolzen, wenn es sich dann gerade anbietet. Wären im Prinzip die Methoden, also sagt's nochmal Bescheid. Playerball, ich nehme an, das bist du.
wer war das jetzt, der die Anfrage hatte? Giftbolzen. Die kann jetzt natürlich gerade nicht annehmen, mache ich ja dann aber. Oh, nee, sind sogar zwei. Okay, ich nehme eure Anfrage dann gleich danach an. Jetzt gerade ist natürlich schwierig. Aber ich habe es gesehen und natürlich dürft ihr genauso mit bei mir auf die Liste wie alle anderen. Skype-Gespräche allerdings, also normale Skypen und so weiter und so fort, wird meistens ein bisschen schwierig, weil, ja, ich von der Zeit her immer ein bisschen Probleme habe. Da kann man mich fragen, aber das dauert oft. Leute, die das schon mal gemacht haben oder versucht haben, werden merken, es dauert, oder werden können bestätigen, es dauert ewig, bis ich mal wirklich Zeit habe, mit jemandem zu quatschen oder eben eventuell noch was anderes zu machen, weil ich halt wirklich teilweise an Lebenspunkten verliere, ich meine, verplant bin teilweise. Und ja, es ist nicht leicht. Ich bin da eine schwierige Person. Aber ansonsten zurückschreiben und so weiter und so fort, das kann ich eigentlich fast immer so nebenbei. Notfall mal übers Handy oder sowas. Plupp. Oder während gerade was rendert und ich gerade einstelle und ich mal eine Pause brauche. Muss ja auch sein. Lalalala. So, ist jetzt hier irgendwann mal gut hier mit den vielen Leuten hier. Fallt mal um. Nicht ich. Genau, die Mopse. Es ist aber auch, wie viel Grad habe ich? 25 Grad hier im Zimmerchen. Und es ist schweinewarm heute, muss ich sagen. Am liebsten würde ich mich natürlich draußen in den Strand setzen, aber ja, dafür ist im Urlaub noch genug Zeit. Hehehehe. Und da meine Freundin sowieso heute, Mary möchte dein Freund werden, nicht die Mary, sondern meine Freundin halt, meine echte Freundin gerade momentan heute arbeiten muss, bietet sich ja an. So, ich muss mal wieder auf, ich sehe gerade, dass jemand schreibt. Soll ich die restlichen Drops nehmen? Ja, ne, greif ruhig zu, alles was ich nicht tragen kann, ich habe ja eh nur wenig Platz. Steck dir ein, was du haben willst und was du brauchst. Einfach alles einstecken, alles was du denkst, was ich eventuell verkaufen könnte. Das andere Zeugs, naja, außer vielleicht dem Staub, den ich vielleicht zum Appen von irgendwas brauche, habe ich da nichts Großartiges. Ich habe übrigens mal durchgerechnet wegen dem neuen Equipment. Ich komme da doch um einiges besser. Ich habe nur den Zettel nicht mehr da. Oh, es hat geplinkert. Eine Kreuzrüstung. Inventar voll, yay. Okay, das hin. Rüstung rein. Das hin. Rüstung rein. So, dann hätten wir hier, das Schwert, ja, könnte man sogar vielleicht irgendwo loswerden, weil das da doch ein bisschen aus hat. Und zumindest für einen, sagen wir mal, kleinen Tank, der sonst nichts braucht, weil, obwohl sonst nichts anderes drauf ist, kann es vielleicht gebrauchen. Hier eine Kreuzrüstung, Level 95, Guess 46, in 34, Con 38, naja, zum Glück habe ich keinen Kreuzi. Lord Mix guckt jetzt auch den Livestream, hallo, hihi. Naja, schauen wir mal weiter. Die Kreuzrüstung selbst. Wenn sie jemand haben will, wie gesagt, sagt Bescheid. Bei mir vergammelt das Zeug eben nur auf dem Dings, auf dem Account rum. Bis meine Niete wäre übrigens derjenige, der dann derjenige, welcher wäre, der den ich dann die meiste Zeit mitspielen würde, so nebenbei oder in den Streams, weil die anderen sind vom Level her sehr nah dran. Habe ich mich jetzt verlaufen? Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Welchen Raum war mal Memory? Du musst vorlaufen. Lalalala. Ich weiß es nicht mehr. Komm, ach, wir laufen einfach hier hin und schauen mal weiter. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Sagst du die Stats bitte nochmal von dem Kreuzteil? Ja, gleich. Geht gleich los. Muss ich erstmal hier durchkommen. Obwohl hier stehen relativ viele. Na gut, okay, hier durften viele Mobs sein. Also Kreuzrüstung, Guess 46, Int 34, Con 38. Ich habe mich doch nicht verlaufen. Bin schon richtig. Okay. Weil hier ist jemand. Und so. Und jetzt komme ich nicht runter vom Pferd. Yuki Kuno hat sich den Titel Highlander, oder wurde zum Ehe Highlander befördert. Glückwunsch! Mary schreibt, huhu, schaue den Stream auch nebenher. Fein, das freut mich. Nochmal ein großes Hallo an alle, die neu dazugekommen sind oder gegangen sind. Dann eben den Tschüss. Und schauen wir mal, was? Ist der richtige Raum? Hehe, siehst du, wenn man hier viel quatscht und die ganze Zeit am Quatschen ist, kommt man gar nicht so richtig, ja, oder weiß gar nicht so richtig, was man so denn überhaupt macht und wo man überhaupt ist. Multitasking ist halt nicht wirklich eigentlich für niemanden was. Auch Damen, also Frauen, können nicht wirklich Multitasking. Die können das ein bisschen besser als Kerle, aber richtig Multitasking kann nämlich keiner. Nicht mal ein Computer kann Multitasking. Weil im Prinzip bedeutet das halt, dass man nicht zwei Aufgaben gleichzeitig macht, sondern immer ganz schnell zwischen der einen und der anderen Aufgabe hin und her schaltet. Und natürlich frisst das ordentlich an Leistung. Beim Gehirn genauso wie beim Computer. Und jetzt muss ich mal hier, jetzt juckt gerade, Entschuldigung. Ja, wie kann man den Robo im Raum bekämpfen? Ja, man kann den Robo im Raum bekämpfen, das geht. Und was ist mit den anderen Mobs? Hallo, Linmin,
Lin Min Mi, so ist richtig. Lin Lin Mi, so, Entschuldigung. So, ja, man kann den Robo im Raum bekämpfen und so überleben. Also, was ist denn mit den anderen Mobs? Also, Robo ist ja so, nicht so das große Problem. Die anderen Mobs sind immer die mich umhauen. Also, sprich, die ganzen Geister und so weiter und so fort. Und soweit ich weiß, finden die dich im Raum doch eigentlich auch, oder? Oder ist da ein kleiner Trick dabei, dass die vielleicht in den Raum gerade nicht reingehen? Ist möglich, ich weiß es nicht. So. Aua, aua, aua. Ich erfahre hier interessante Dinge über Robo. Hihi. Ich meine, ich habe ja auch schon, wir haben auch schon oft genug in Robo gewonnen, also ich zumindest. Aber wie gesagt, wenn sie nicht voll geworden ist und nicht ein paar Leute dabei waren, die die Kaku kennen, war es schon immer ein bisschen schwieriger. Aber, ja. Pum. Was muss, das muss. So, hab vergessen, hier drei Tränke, mindestens 100 Stück dabei haben und Steine voll. Jo. Steine voll sollte klar sein. Bin nahezu mich auf TV einzuloggen und ja, du kannst gerne vorbeikommen und wenn du hier ins Verlies kommst und uns einen Buff geben kannst, ja, immer wieder gerne. Wir nehmen alles an, was wir kriegen können an Buffs. Jo, jetzt sind 16. Ich war kurz mal auf 18 rauf, aber ja, es gibt immer ein paar, die nur mal neugierigerweise reinschalten, weil man sieht ja, wer aus. Und das von wo? Sebastian, Excel, Son, ich weiß nicht, was du meinst. Forever Alone. Ja, immer mit Ruhe. Komm vorbei. So. Gehen wir mal hier runter. Ach, das ist warm hier. Ihr glaubt nicht, wie ich gerade schwitze. Und ihr wollt es auch nicht wissen. Und bestimmt nicht riechen oder so. Also, wobei riechen, war ja vorhin erst duschen. Ja, riechen sollte eigentlich nichts. So, aber das Duschen hat sich voll gelohnt. Muss nachher gleich wieder. Naja. Ja, und die Lin Min Mi ist dabei. Wenn du irgendwo. Haben wir irgendwie ein Clary-Teil gedroppt? Mal schauen. Ach so. Ich darf das nicht sagen, wenn ich das als Überraschung schnell hingeben will. So, was hatten wir denn? Wenn du eine zerschmetterte Hose aus 25 oder sowas brauchst, mit Int aus 25, Int 21, und die Elika, die sich ja vorher schon gemeldet hat, sie nicht wirklich haben will, dann kannst du die gerne bekommen als kleines Dankeschön, dass du da warst. Fürs Buffen und so. Plupp. So. Ich denke, jetzt ist Zeit. Nehmen wir eine mit. Erstmal AOE zünden und hier wieder zumachen. Lalalala. Oh, Memory hat sich wohl wieder meine Mobs geknallt. Sowas macht man doch nicht. So, kann aber nicht garantieren, dass mein PC Fiesta Stream Plus Stream aushält. Jein, ich denke mal, meine die Stream-Qualität bei mir, ich kann es ja auch nicht mit dem Hochladen so stark machen. Insofern ist die Qualität auch nicht besonders klein. Klar, mein Rechner ist gut, aber dafür ist meine Internetleitung schlecht. Musst du mal probieren. Wenn nicht, dann eben nicht. Das ist kein Problem. Da gibt's Schlimmeres im Leben. Hihi. Zip, zip, zip. So, gucken wir mal. Verlies Wachtwächter. Wachtwächter vor allem. Hey, du Wachtmeister. Du bist jetzt ein Wachtwächter. Ich wächte dich total zur Wachtel. Wachteln sollen gut schmecken, hab aber noch nie welche gegessen. Weil die sind mir irgendwie zu klein. Außerdem ist das so, wie ich nenne es immer so schön, Edelfutter. Das futtern Leute, die, sagen wir mal, sich was leisten können. Und da gehöre ich meistens nicht dazu. Und außerdem schmeckt mir meistens das Zeug, was sich die Leute leisten können, gar nicht so richtig. Weil ich mag schon lieber was Deftiges, was ordentlich zu futtern und ja, was ich haben will. Und jetzt sagt mir endlich mal, was ihr haben wollt wegen der Stream-Geschichte. Welche Version wollt ihr denn haben? Damit ich da auch mal ein Feedback bekomme. Von einigen auf YouTube weiß ich natürlich, dass mit dem Leveln ab und zu, aber entweder im Livestream oder im Dings. Also sprich mal mit meinen anderen Chars leveln. Entweder im Livestream oder hier, also in normalen Folgen, so mal, so als Filler-Folgen sozusagen, wie es so schön heißt. Wäre natürlich auch mal eine Idee. Vielleicht mache ich das einfach mal. Was soll's denn?
Vielleicht mache ich das einfach mal. Erstmal diese Filterfolgen und ob ich das mit den Streams noch hinkriege, werden wir sehen. Bei den Knochenrittern weiß nicht mehr, wie die heißen. Auf jeden Fall mit Rittern, mit den Clarys, den Giftbuff weg.